Kurs ist er nicht besonders hoch. Ich bekomme wieder den Superwürfel. Was geht denn jetzt ab mit dem Spiel? Das bin ich vom Spiel echt nicht gewohnt. Haben wir mit Roundau 300. So, dann steigt wieder der Aktienkurs. Damit gehen wir in Führung. Zwar nur knapp, aber wir gehen in Führung. Es läuft. Wenn ich gleich nur eine 3 würfe, dann läuft es richtig gut. Und sie zeigt jetzt 84 an mich. Es läuft richtig gut. Richtig, richtig gut. Und Bianca kauft wieder einen Laden auf. Und damit ihren zweiten. Das Finanzamt muss man immer damit berechnen. Und Prinzessin kauft auch ein Grundstück. Also ihr seht schon, es kommen echt die Grundstücke mehr und mehr dazu. Eine 6. Ja, muss ich leider zahlen. Leider, leider. Ich hätte lieber das Fett gehabt schon. Eine 5. Obwohl, ich könnte mal versuchen, mit ihr zu tauschen. Ah, nee, dann helfe ich ihr ja. Weil noch kein anderer da einen Laden hat, würde ich ihr da direkt noch helfen mit. Nee, deswegen mache ich es lieber nicht. So, Prinzessin ist dran und kauft wieder Aktien. Und wir sind dran. Ich würfel ganz normal. Eine 2. Oh, jetzt komme ich mal auf diesen schönen Schalter. Jetzt seht ihr mal, was passiert. Das Spielfeld teilt sich in 4 kleine Inseln auf. Und ja, das hast du hier schon wieder erledigt. Alina macht sofort wieder rückgängig. Ja, es ist die kleine Gemeinheit auf diesem Spielbrett hier. Eine richtige Gemeinheit sogar. Eine 4. Kauft Aktien in Bezirk, wo auch sonst in G natürlich. So, Bianca kauft, hat schon wieder einen zweiten Laden, also sie jetzt auch mit den Läden. So, die Prinzessin ist dran, geht nach unten und warpt sich unten rechts hin. Also ihr seht schon, neben der Bank sind da 3 Warpfelder. Jeder für dich auf einer anderen Insel. Ach, ich will ganz normal würfeln. Ich will keinen Laden mehr kaufen hier. Eine 2. Damit darf ich wieder blechen. Nein, ich möchte nicht übernehmen. Und beim nächsten Zug bin ich bei der Bank. Alina bekommt jetzt auch ihre Beförderung. Auch schon Stufe 3, also es geht doch hier recht schnell und zügig. In Bezirk C, er warpt sich auch weg. Und zwar nach oben rechts, okay. Oh, da hat die 2 Läden drauf. Sehe ich gerade. Bianca bekommt eine Provision. Das hilft ihr nicht so sehr sonderlich viel. Einer kommt auf meinen Läden drauf, aber das glaube ich eher nicht. Eine 6, damit zahlt sie 6. Der Laden ist nur 50 wert, habe ich gerade gelesen. Ja, 50 wert für 250 aufkaufbar. Aber mich interessiert dieser Laden hier, vor allem dieser Ballon interessiert mich. 350.
Nee, mach ich doch nicht. Ich würfel eine 5. Bang! Ich bekomme die Beförderung auf Stufe 4 natürlich schon. Ich bekomme 844. Jetzt investieren wir gleich in Aktien und zwar in Bezirk B. Und können gleich einen Laden erweitern. Nehmen wir ruhig den hier. Und machen das Dutzend voll hier. Jetzt muss ich zwei Aktien verkaufen. 26, aber der Aktienkurs steigt weiter. 33 mittlerweile schon, also das ist richtig teuer da. Und mir fehlt der eine Laden dann noch. Das kommt noch hinzu. Aber wir führen mit 5000 gerade. Das heißt, jetzt wieder Symbole sammeln schnell. Schnell die nächste Beförderung kassieren und schnell ausbauen. Eine 5 von Bianca. Kauft sie denn auf? Ich glaube nicht. Prinzessa ist dran, hat auch wieder die Symbole zusammen. Und landet genau auf der Bank. Kommt 653. Kauft 4 Aktien, also die beiden kaufen sich da echt Aktien in den einen Bezirk da. Damit bin ich wieder dran. Ich würfel wieder eine 1, kann wieder ausbauen. Und zwar kann ich den Dutzend noch voll machen hier. Das mache ich auch. Muss ich Aktien verkaufen? 14 Stück. Nur noch. Sinkt zwar der Aktienkurs, das nehme ich aber gerne in Kauf, weil ich brauche diesen einen Laden noch. Die 17 ist auch eine gute Karte, die Hälfte des Gehalts. 443. Eine 6. 6. Zahlung, um dich direkt zur Bank zu teleportieren. Bargeld reicht leider nicht aus. Kann sie leider nicht machen. Prinzessa ist dran. Eine 7. Geht nach unten und macht was Gutes. In meinen Augen macht sie was Gutes. Eine 3! Das gefällt mir ja mal richtig. So, damit kann man den Bezirk schon mal keiner mehr nehmen. Jetzt wird's, boah, jetzt wird's richtig teuer hier. Ich muss 18 Aktien verkaufen, leider. Aber jetzt habe ich alle Läden in diesem Bezirk. Das läuft richtig gut hier. Jetzt kann ich noch weiter ausbauen. Was Alena macht, gefällt mir mal gar nicht. Also meine Gegner tun mir wirklich einen Gefallen, indem sie gegenseitig ihre Läden aufkaufen. Gefällt mir richtig gut. So, ich habe kein Bargeld, mal wieder. Den Laden kaufe ich auch auf. Ich muss wieder Aktien verkaufen, 8 Stück. Ah, oh, mein Gegner, bekommen wir die Symbole zusammen? Ah!
Vielleicht tut der Kleine mir einen Gefallen, der Klackerbeutel. Und geht schön nach oben. Eine 4. Gefällt mir. Wenn er nach oben geht, gefällt mir das sogar richtig gut. Bianca ist wieder dran. Würfelt eine 5. Kauft den Laden natürlich nicht auf. Bringt dir ja nichts. Prinzessin ist wieder dran. Kauft sie natürlich auch. Und kauft und baut auch ein Finanzamt da drauf. Ich bin wieder dran. Ja, dann würfeln wir ganz normal. Eine 6. Aktien kaufen. Wo kann ich denn hier noch Aktien kaufen? Ach, da auf den einen Grundstück. Nein, da möchte ich gerne keine Aktien kaufen. Ja, möchte gerne hier stehen bleiben. Gefällt mir nicht. Gefällt mir mal gar nicht. Weil das ruiniert wieder alles. Oh, das wäre so gut gewesen. Für mich, wenn er nach oben gekommen wäre, dann... Oh, das ist richtig bitter, was die Alena macht. Hey, jetzt habe ich ja kein Glück. Das läuft wieder gut für die Computer. Obwohl ich noch führe. Aber jetzt reden da alle ihre Runden. Das gefällt mir nicht. Ich brauche meine 1. Das ist das richtige Gemein an diesem Brett. Das ist das richtige Gemein an diesem Brett. Eine 2, damit komme ich nach unten, das hilft mir gar nichts. Außer ich würfel gleich eine 2, dann kann ich auf dem Ballonstartplatz mal eine Runde wegschweben. Das Karo und das Herz habe ich schon, ja, leider. Alena zahlt auch, also wir drehen jetzt hier unsere Runden. Und das ist richtig. Euer kommt nach oben. Euer kommt nach oben, ja. So kommt man auch auf die Insel rüber. Das gefällt mir jetzt mal so richtig gut. So, Bianca kauft da den Laden auf. Das gefällt mir. Also keiner von denen bekommt irgendeinen Bezirk hier zusammen. Prinzessin würfelt eine 3, muss 83 zahlen. Annalena, an mir zahlt momentan keiner immer etwas. Ich gehe immer leer aus. Eine 2 gefällt mir richtig gut. Ich darf jetzt zu irgendeinem Feld mich begeben. Ich begebe mich zu diesem schönen Peak. Ich darf eine Karte ziehen. Oh, Aktienkurse sinken. Nicht gut. Im Bezirk F, das gehört mir nicht. Da habe ich keine Aktien drauf. Lena ist dran. Also jeder dreht jetzt seine Runden hier. Der mir einen Gefallen tut. Und das, glaube ich, tut er mir. Oh, das tut er mir wirklich. Ich bekomme 1820. Ich danke dir. Es läuft richtig gut hier. Oh, und er geht zur richtigen Zeit. Man soll es immer gehen, wenn es am schönsten ist.